So, wir sind kurz nach halb sieben. Ich habe zum ersten Mal diese Programmierungsfunktion ausprobiert, von der Kaffeemaschine funktioniert. Allerdings läuft der Kaffee wirklich langsam durch, wenn man halt diese Bold-Funktion anmacht, ja. Und den stärker will. Aber der Kaffee ist cool. Sonnenaufgang war, oder ist jetzt, ja, 6:40 Uhr, genau jetzt. Und eine halbe Stunde müssen wir los. Und ich hoffe, ich kann dann direkt wieder zurück. Muss da jetzt nicht dann abhängen oder so. Dann lege ich mich eventuell nochmal hin. So, wir haben kurz vor halb acht. Der Hahn kräht, aber der ist gar nicht so super laut. Aber der kräht. Hier auf der Seite hört man den. Auf der anderen Seite hört man ihn gar nicht. Deswegen. Boah, es ist so kalt. Ich friere mir echt alles ab. Ich hätte mir meinen Pullover anziehen sollen. 21 Grad, sagt das Thermometer auch nur. Boah! Habe ich irgendeinen Pullover mit? Ja. Okay. Machen. Oh ja. Also wir sind hier beim DMV Wien jetzt. Driving License los Center. Jetzt. Wir haben es eilig. Wir sind schon wir 10 sind beide Minuten super spät. Wir sind schon 10 nervös. Minuten spät. Ah! Da ist keiner bis 8. Und die machen sich hier folgendes Höschen. Ich bin auch mal gespannt, zweimal durchgefallen. Ob die jetzt ihre Fahrerlaubnis bekommen. Also wenn ich sie nicht kriege, dann lache ich mich tot, ne? Ja, und ich erst. 100.000 Kilometer Auto gefahren, keinen Unfall und die nichts. Genau wie ich vermutet hatte, ja, geht hier vor 8 Uhr gar nichts. Hier gibt es zwei Schlangen, einmal für einen Test, den Driving-Test hier und einmal für ein alles. Die hätten einfach eine halbe Stunde länger pennen können. Ja, das ist halt die Quintessenz hier. Also, und ich stehe hier auch eigentlich wahrscheinlich für nichts. Wie bestellt und dann abgeholt, ne? Das ist mal wieder Bürokratie pur. Da sagt die doch tatsächlich, ja, dass die Registrierung nicht den gleichen Namen Versicherung und, ja, genau, und die wie die Versicherung auf dem Leihauto. Geht nicht. Es geht nicht. Uns geht nicht. Die meinte, ja, obwohl das Auto versichert ist. Dann können wir das Auto nicht benutzen für die Fahrprüfung. So, jetzt musst du mein Auto holen. Muss ich mit dem kleinen Device mein Engine Checklight resetten. Das ist witzig. So, los geht's jetzt, Alter. Und jetzt benutzen die mein Auto für die Fahrprüfung. Und dann muss ich die natürlich $100 für in Rechnung stellen. Ja, ich bezahle in Liebe. Nein. Nein. Ja, zumindest haben wir jetzt mein Auto geholt. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob das noch alles noch pünktlich geht und ob die mit meinem Auto genauso gut fahren. Die hatten ja ein kleines Auto dafür extra. Und jetzt müssen wir mit meiner Karre fahren. Ja, okay, los. Ja, der Chris kommt ja schon gegen. Was ist denn los? Was ist denn los? Fick dich doch, Alter. Ey, ja, die nehme ich nicht mehr. Ja, wir sind jetzt zu spät, ist zu late. Appointment close. Ich verliere mein Permit jetzt und ich muss den Test nochmal machen. Also den Test. Ey, wir haben 20 nach 8. In einer Woche läuft dieser der für Mona schriftliche geht's, also für Test auf. Mona macht, kann ihre Fahrprüfung noch machen. Mich nimmt sie nicht mehr. Ey, was? Alter. Ja, der Chris regt sich natürlich dementsprechend auf. Der darf nämlich alles nochmal machen. Den schriftlichen Test und die Fahrprüfung und alles. Oh mein Gott. Aber die Freundin, die nehmen sie wahrscheinlich. Das kann doch nicht sein, Alter. Hey. So, die Eigentümerin, ja. Das war ja ein privates Mietauto. Die hat dann noch die Versicherungsdaten geschickt. Und die wurden dann akzeptiert. Das heißt, ich musste jetzt nochmal zurückfahren und wieder mein Auto durch das Mietauto austauschen. Die haben meinen Führer schon einbehalten hier als Registered Driver. Den Fahrprüfling, der muss hergefahren werden von einem, der einen Führerschein hat, mir. Und die behalten den Führerschein während der Fahrprüfung. Und ich muss die ganze Zeit hier rumhängen. Und der Chris, der kriegt heute seinen Führerschein nicht. Und muss die theoretische Prüfung nochmal machen und alles, ey. Er ist natürlich super angepisst. Und ich komme jetzt auch nicht weg. Ey, das war aber eine super unfreundliche Dame. Ne? Um 8 Uhr sollte der hier sein. Ja? Dann lassen die uns rein hier um 5 nach 8. Und dann meinte sie, ja, sie wäre ja schon so freundlich gewesen und hätte uns bis 7:45 Zeit gegeben. Der kommt um 18 Minuten nach 8 da rein und sagt, nö, jetzt machen wir es nicht mehr. Und die Freundin, die hat ja den Termin um 9 und deswegen klappte das noch. Ey. So, wir haben kurz nach 9
Und dafür bin ich um 6:30 Uhr aufgestanden. Ich flippe aus. Die Prüfung, die praktische Prüfung steht jetzt an. Also noch ist er nicht unterwegs. Wie steht er noch? Der Chris, der kann den Renewal machen. Ja. Der kann einfach nach Honolulu gehen. Ich bin immer noch nicht fahren. Doch, ich darf mit dem fahren, ne? Das ist ja wie ein Führerschein. Offiziell darf ich den noch benutzen als Führerschein. Doch, permittig. Das steht auch hier. Limited Purpose Driving. Ah, okay. Also ja, auf jeden Fall kann er nach Honolulu dann Termin um 2. Ah, dann mache ich halt nochmal so einen Test. Und dann machst du halt nochmal einen Test. Kostet $2. Oder 5. Nein, ich muss nur die Prüfung nochmal machen. Ach so. Ja, gut, $8. Die stelle ich einfach. Jetzt geht's los. Es geht los. So. Aber bisher hat irgendwie jeder bestanden. Jeder kam hier zurück mit. Ja, das Ding ist aber, die vor uns haben sie ja durchgewunken mit dem gleichen. Ach so, ja, genau. Die hatten das gleiche Problem. Hawaiianer, dass halt auf der Insurance-Karte, der Versicherungskarte, ein anderer Name stand oder der nicht matchte mit der Registrierung. Und die haben sie durchgewunken, weil sie Hawaiianer waren. Und hier uns Weiße nicht. Man könnte es Rassismus nennen, Diskriminierung natürlich. Ja, wäre schon. Aber vor allem sagt sie dann, ja, ich habe ihm bis 8:17 Uhr Zeit gelassen. Auf jeden Fall viel Aufregung, da, ne? Einige Tränen sind geflossen, aber. Nicht meine. Scheiße. Ja, und jetzt, wir stehen jetzt hier weiter rum. Mal gucken, wie lange es dauert. Boah, hoffentlich besteht die das, Alter. Ja, wenn nicht, dann wäre es eine Folterkatastrophe. Aber war das jetzt ein, okay, ich habe es bestanden, Blick, oder war das jetzt ein, scheiße, ich bin durchgefallen? Nee, das war, ich konzentriere mich bis zur letzten Sekunde, Blick. So, das war's. Da kommt es gerade wieder. Jetzt bin ich mal gespannt und dann. Es wird langsam warm. Dann kann ich ja einfach mit Monat das komische Test machen, wenn die noch vermittelt haben. Genau. Das ist ja ein Licensed Driver, oder? So, Fahrprüfung bestanden, aber es fehlt noch Unterlagen. Deswegen sind wir jetzt hier bei der Public Library. Da kann man nicht was ausdrucken. Da war ich noch nie drin und von daher gucke ich mich mal kurz mal um. 9:30 haben wir mittlerweile. Super angenehme Temperatur hier drin. Das ist das Gute. Aber man braucht eine Library Card, um hier was auszudrucken. Aber das ist kein Problem, die kriegt man kostenlos und super schnell. Ich bin mal gespannt. Ich muss irgendwie aufdrucken, zwei verschiedene Sachen, Proof of Residency und F1-Visum und boah. Und gleich kann ich dann auch irgendwann nach Hause. So, anstatt nach Hause zu fahren, gibt es jetzt noch Frühstück. Und zwar hier im McCafé. Und es ist gut besucht hier. Ist voll. I need some minutes. Und als Danke sozusagen. Nehme ich mit. Wir haben drei Gerichte bestellt und die werden jetzt geteilt. Und das sieht richtig gut aus. Und hier French Toast, belgische Waffel. Und das ist ein Omelette mit 4 Eiern und so ganz speziellen Trüffeln. Trüffel-Potatoes, Alter. Trüffel-Potatoes. Also die Waffel, würde ich sagen, das ist erstmal am Ende. Jetzt gibt's erstmal. Nee. Stopp. Muss sein. So, das ist mal nicht ganz gut. Also zumindest bringen wir es auf. Besonders das Omelette mit den Kartoffeln. Also das war gut. Aber Waffel war auch fluffig, war nur nicht süß genug. Die Waffel war fluffig. Aber nicht süß genug. Was war? Die Waffel war auch geil, aber nur nicht süß genug. Ja. So, Aufbruchsstimmung. Es wird sich verabschiedet gleich. Im Hause Knipping! Und halt jetzt die Fresse! So, ich habe eine Tomatenpflanze, bin ich losgeworden, meine Papayas, gebe ich alles mit. Und jetzt heißt es für die. Ab nach Hause. Nach Honolulu. Gott. Und jetzt muss er da noch seinen Termin beim Straßenverkehrsamt wahrnehmen. Damit er dann auch eventuell irgendwann den nächsten freien Termin für eine Fahrprüfung gibt es Mitte Dezember erst. So, die Sonne kommt raus. Zum ersten Mal ist es hier wärmer als in Honolulu. Hier ist 27 Grad offiziell, in Honolulu nur 24. Und es fängt auch schon wieder irgendwie überall an zu nieseln. Ja. Na, jetzt heißt es tschö. Das Knie vom Chris ist immer noch scheiße. Nicht im Arsch. Nicht in Ordnung seit 2 Wochen. Man kann es so und so ausdrücken. Also entweder mit 3 verschiedenen Kraftwörtern. Oder ist nicht so ganz so gut. Ja. Fuck. Ey.
So viel musste ich nicht aufräumen, nachdem die Verseher weg sind. Die sind immer ziemlich sauber eigentlich. Ein Glück. Und das war meine größte Sorge während des Besuchs, ist, dass das Klo ausläuft. Das läuft ja immer manchmal aus, wenn man spült. Tat's aber nicht. Das war sehr gut. Ja, wir haben mal wieder Regenbogen hier. Das heißt, es ist Regen im Anmarsch. So windig sieht das gar nicht aus, obwohl an den Flughäfen, ja, ey, das ist ganz schön der Wind, über 20 Knoten wieder. Aber ich fahre wahrscheinlich heute nirgends nochmal hin. Ein bisschen Papierkram erledige ich noch. Da muss ich die Antwort verfassen an Falcon. Die habe ich noch, ich meine, da ist jetzt morgen Freitag, morgen, super früh. Und dann wollten die jetzt doch wieder die 13 Dokumente ja haben. Ich dachte, das hätte sich in Wohlgefallen aufgelöst, da brauche ich nichts. Aber jetzt wollen die schon wieder haben. Ich meine, das brauchen die für ihren Antrag bei der Regierungsstelle, dass ich da arbeiten darf, leben darf und fliegen darf. Ich muss mal gucken, ob ich das überhaupt zusammenbekomme. Ich werde zu jedem einzelnen Punkt was schreiben. Ich werde sagen, ich kann ihrem Psychologen Bescheid geben. Und dann gucken wir mal weiter. Irgendwie ist hier eine Baustelle. Eine Viertelstunde geht die Sonne unter. Ich habe einfach mal eine Bewerbung rausgehauen. Da ist eine Stelle frei für einen Utility Pilot in Montana. Aber das ist eine Stelle, da muss man nicht hinziehen. Da fliegt man immer nur hin für seine Schicht, die entweder 7 Tage ist, 2 Wochen oder einen Monat. Und dann stellen die einem auch alles da zur Verfügung. Man kann also wohnen bleiben, wo man wohnt. Ah ja, muss ja einfach ausfüllen, auch hier für Unemployment Insurance und bla bla bla. Das ist der einzige Job, der jetzt noch irgendwie so aufgepoppt ist. Ob ich allerdings auch nicht wirklich qualifiziert für. Also ich meine, die wollen, Grundvoraussetzung ist Commercial License Instrument Rating, 3000 Stunden Helikopter PIC Time und Second Class Medical und das ist alles. Aber der ideale Kandidat hat halt... Die fliegen die H-145D3. Also das ist ein Multi-Engine-Helikopter, richtig krass und fett. Und dann wollen die halt hier 5-6 Erfahrungen, habe ich alle nicht. Von daher ist es völlig Latte. Ja. Ja, dadurch bin ich früh aufgestanden. Ich habe knapp 6 Stunden geschlafen. Bin ich den ganzen Tag, den restlichen Tag jetzt ein bisschen so düselig. Ich brauche aber, glaube ich, heute auch nichts mehr essen, obwohl ich ja noch lecker Spaghetti habe. Denn das war ganz schön mächtig. Das war ja so süß, das Essen, ne? Außer halt das Omelette. Ah. Ja, ich muss unbedingt anfangen zu trainieren, Mann. Ich bin so schlapp. Aber gut. Da wird heute, glaube ich, auch nicht mehr großartig was draus. Es regnet an der Westseite. Ich habe fast überlegt, zum Meer zu fahren. Aber das ist alles Regen. Ich meine, das kann sich genauso schön einfärben wie vor 2 Tagen war das, glaube ich, oder 3. Aber man wird halt nass, ne? Sieht so aus. Und die Sonne geht unter genau in... Ja, wir haben 5.38 Uhr und die geht ja mittlerweile unter um genau 6 Minuten vor 6. Das würde jetzt eh zu knapp werden. Und Lust habe ich auch nicht. Ja. Ja, ich schreibe morgen die Antwort an, Falcon. Die haben ja gesagt... Überlegen Sie sich das eine Woche und dann geben Sie uns Bescheid. Allerdings haben die auch gesagt, die geben mir in der Woche Bescheid und nicht 14 Stunden später. Ja. Also ich hätte schon Bock, ne? Aber ich habe jetzt so viele kritische Stimmen gehört. Ich muss mir das auch noch mal überlegen. Ja. Ja, ich habe doch nur noch Spaghetti gegessen. Ich war einfach hungrig dann irgendwann. Aber geleistet habe ich nichts mehr. Aber ich gehe jetzt auch gleich ins Bett. Wir haben kurz nach 11. Ich gucke mir jetzt schon wieder so komische YouTube-Videos an. Ne? Da guckt man sich 1-2 Shorts an und bleibt einfach hängen. Gott, ich bin so müde. Ich glaube, ich putze mir jetzt die Zähne und dann gehe ich ins Bett. Ne? Ja, es soll noch bis die nächsten 2 Tage regnen und dann soll es wieder schöner werden. Dann haben wir Sonne. Und am Montag ist irgendwie Feiertag. Veterans Day steht schon irgendwie wieder an. Auf jeden Fall gibt es ein längeres Wochenende. Ich meine, tangiert mich jetzt eher, ne? Noch nicht mal als peripher. So, ja, das war's für heute. So spannend war es ja nicht, aber morgen muss ich dies und das mal erledigen. Ich hoffe, ich komme auch mal raus.
Aber das wird wie üblich zu dieser Jahreszeit oder wie öfters mal in letzter Zeit das Wetter beeinflussen. Ja.